Wie hervorragend das alles funktioniert hier. Any Key. Du mit den Key. Yay, das war der richtige Key. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich sehe auch gerade, irgendwie geht mein Desktop-Audio nicht. Hallo Desktop, wieso habe ich kein Audio von hier? Jetzt besser? Hallo Desktop? Ah, da. Ich hoffe, Audio passt so. Wenn nicht, muss ich eine Beschwerde hier schreien. Okay, was Drive? Work and park on the other side. Achso, wir sollen Auto fahren. Eventuell sieht die Straße so aus als. Hallo? Fahre ich richtig rum? Das ist hinten, okay. Ah, okay, jetzt fahre ich. Ich muss länger den Knopf drücken, dann wird das was. Fahr, Kollege! Wow. Oder was ist das für eine Steuerung? Dun-dun-dun. Okay. Bushaltestelle, der Bus park, park, der Park da. Null. Okay. Oh. Hallo? Ist kaputt gemacht, weil ich angehalten habe. Da liegt eine Kuh, die arme Kuh. Was haben sie dir getan, Bertha? Soll das so? Ist das so richtig? Das fühlt sich nicht richtig an. Was habe ich denn für eine Schrottkarre? Ich glaube, laufen wäre schneller. Oh, sie ist spritleer. Okay, Leertaste bringt nichts. Ich weiß nicht, warum ich der Meinung war. Vielleicht kann ich ja springen mit dem Auto. Tschüss, Bertha. Okay. Und, ah, jetzt guck mal. Jetzt war das aber vielleicht die Straße. Das war wahrscheinlich dann doch so geplant. Das ist meine Arbeit anscheinend. Digga, bremsen! Ich bin an der Arbeit, oder? Park on the side, ja. Welche Seite? Ah, da, da, wo der große grüne Pfeil ist. Eventuell. Da. Ich habe aus Versehen mein Auto kaputt gemacht. Ist okay. Stört keinen, anscheinend. Und habe ich jetzt schon verkackt. Weil die Bremsen nicht funktionieren. Das kommt hier niemals durch den TÜV. Okay, was? Grab your time card and clock in. Okay. Seitstempel. Oh ja, lol, haben wir eine Schrottkarre. Ja, kein Wunder, dass das nicht aufwärts ging. Aber wollen wir erstmal einen Snack holen? Kann ich mir einen Snack ziehen? Ja, ich kann einen. Ich hab eine Dose irgendwas. Oh, ich will auch Chips. Nimm die Chips. Ah, das war eine Zigarette. Ah, das wären Chips. Das war eine blaue Tüte. Können auch Chips sein. Eingang? War hier nicht eben noch ein Eingang? Boah, was bist du denn? Was bist du denn für ein hässliches Viech? Ist das ein Dude im Kostüm oder ist eine Statue? Eventuell wird das wahrscheinlich laufen und mich töten wollen. Wo ist da? Irgendein Kino? Keine Ahnung. Happy Humble Burger Bahn. Ja, das sind unsere Arbeitsplätze. Oh, okay, ich kann mitwerfen. Ja, aber wo? Ach, guck mal, da ist ein Pfeil. Da oben links ist ein Pfeil. Den sehe ich ja jetzt erst. Oh, dem Pfeil folgen. Bisschen mehr Licht wäre angebracht. Ich sehe nichts.
Ja, wieso meine Taschenlampe? Die geht mal Licht an. Du arbeitest hier. Da durch? Naja, Licht ausgemacht, okay. Ja, nee, da ich es nicht durchgehe. Durchgang. Burger! Brötchen! Läuft hier eine Zeit ab? Wird es irgendwann hell oder ist das verbunden mit irgendeinem Event? Yay, erstmal trinken. Kann ich mir auch. Ist das ein Kissen? Soll das Pommes sein? Ist das Gewürz? Was ist das? Read all of the instructions. Also alle Sachen lesen, die auf dem Brett stehen. Alle. Die ganzen Infos. Ach, meine, das ist das, was ich tun soll. Crab Frozen Patties. Ja, ich muss aber vielleicht erstmal einchecken. Das ist meine To-Do-Liste für heute. Klümpchen an. Gemüse. Sehr appetitlich. Alles ein Matscheklumpen. Ah, guck mal. Ja, wo ist jetzt? Wo kann ich ein? Ah, hier. Was? Follow instructions this burn. Took right. Okay. Ah, ich kenne nur eine Sache. Das ist meine Karte. Info. Ist doch schön, dass er mir jetzt erst sagt, guck da oben, was das für Infos sind. Wo kann ich mich clock-in? Info für die Mitarbeiter. Ich kann die Info nicht lesen. Ist das wichtig? Ich hoffe mal nicht. Ist das Spiel grafisch so angesprochen oder ist das mein Computer, der sagt, nope, gebe ich dir nicht? Oder Mut? Das Mut! Irgendwie bewegt sich alles. Ist, wenn man komplett stillsteht? Soll das die Atmung sein von unserem Charakter? Es ist so verwirrend, dass sich alles so ruckartig noch bewegt, es wischt so hinterher. Aber wo stempel ich mich denn jetzt hier ein? Ja, im Klo wahrscheinlich eher weniger. Wo ist das Einstempeling? Ich habe die Karte, wo stempel ich? Ich habe die Karte hier. Ah, eins von. Ah, das ist die Uhr ist es gewesen, okay. Oh. Hallo Lola. Ja. Ja, wir waren lange weg. Muss ich mir nicht schmusen. Komm her. Komm her. Ja, du musst auf meine Höhe kommen und dann kann ich dich streicheln. Kann ich mich eigentlich irgendwo bücken? Nö. Wird dich nicht gebückt an der Arbeit. Okay, dann wollen wir mal gucken, was sollen wir tun? Grab frozen patty from the freezer and throw it in the grill. Okay, wir sollen gefrorene Patties, also so Burger Patties. Das wären. Der Grill ist. Das da. War dazu richtig? Hat keiner gesehen. Nur ein? Kann ja wieder hochheben. Vielleicht wird das ja irgendwann mal fertig. Wie viele brauche ich denn? Oh, das sieht fertig aus. Was war das? Ich sollte eventuell Brötchen? Nee. Ist da jemand? Nö. Auch noch vom Grill nehmen.
Okay, wir sollen erstmal öffnen. Das wäre vielleicht erstmal die erste Maßnahme, die wir tun. Ich mag dich nicht. Open. Okay, Manager Customers that come in. Na, rausfinden, wie ich Burger mache. Fliegt die da hin? Muss ich da vielleicht... Oh, da ist jemand. Hallo, verehrte Frau. Was möchtest du denn haben? Hier, Shakes, Salomon Nuggets, Fries, okay. Kommen wir in die Kasse? Ein Shake. Bring einen Shake her. Was, welcher von den Geräten macht einen Shake? Was ist da draußen, das Shake-Ding? So, da kannst du den eigentlich ja selber holen. Los. Okay, nee, das ist nicht. Okay, ich bin neu hier und mir hat keiner erzählt, wie das funktioniert. Willst du das haben? Da? Zufrieden? Ja. Nuggets and Fries. Da muss ich die aus dem Kühlfach holen. Das Gemüse. Wo sind Nuggets? Das Radio. Ich habe keine Nuggets. Keine Fries. Wo sind die? Da ist Fritteuse. Ah. Okay. Da? Nuggets. Ja. Okay. Was könnten Nuggets sein? Das hier? Ah, okay. Ah, da steht, ich soll das alles auf dem Tisch. Ah, okay, alles auf den Tisch und tada, Burger. Okay, dann packe ich da nochmal ein Patty drauf. Falls wir Burger brauchen. Hätte ich ja schon mal gemacht. Ah, ich hätte das vielleicht lesen sollen, dann wüsste ich, was ich tun muss. Hallo, mein Herr, was kann ich für Sie tun? Okay. Nuggets, Shake and Fries. Nuggets. Shake. Hey, nehm Fritte. Fries. Na, mit dem Geld. Ah. Oh, mein Burger. Oh. Oh, ist der gut durch? Ich denke schon. Kann ich einfach da hinlegen. Wird ja hoffentlich keiner kontrollieren, ob das so okay ist, was ich hier tue. Ding dong. Hallo, Verehrter. Was möchten Sie dann haben? Ja, okay. Softdrink, Softdrink. Bitteschön? Bitteschön. Ich darf auch einmal meine Kunden damit abwerfen. Ist doch voll nice. Es beschwert sich auch keiner. Take out all the trash from the kitchen. Ist jetzt zu? So steht noch open. Vielleicht kommt noch einer. Okay, ist das? Nee, ist ein Wischmob.
Ah, hier. Hier hinten ist eine Tür. Kann ich hier raus? Ja, hier ist mein Auto. Soll ich das in mein Auto kippen? Es würde weniger auffallen. Einfach raus? Kommt der Trash von der Kitchen hin? Ah, hier. Da vielleicht rein? Ja, wenn man trifft. Hallo. Geht auf. Okay, bleibt offen. Oh. Ich komme. Was möchten Sie? Nuggets. Kein Problem, kriegen Sie. Ich wasche mir auch nicht die Pfoten oder so. Nee. Da. Wow, Hygiene überbewertet im Restaurant. Braucht kein Mensch. Wer braucht schon saubere Hände beim Essen zubereiten? Salmonellen sind doch sowas Cooles. Einer da? Nö. Ich warte immer noch drauf, dass diese komische Kuh da hinten losrennt. Okay, ein Mammel noch. Also eine Kuh. Alle Kühe müssen gemut werden. Alle Kühe müssen gemut werden. Sonst wird das nichts. Hey! Investigate the noise? Which noise? Ich hör kein Noise. Ich taub, wahrscheinlich. Ich hätte gern hier die Wassermelonenpizza. Ah, oh, jetzt höre ich das Noise. Ist die Kuh noch da? Ja. Radio kaputt? Oder ein Lichtschalter, der ist so dunkel. Wer war hier hin, irgendwo? So. Das macht's doch ein bisschen einfacher. Ne, ja, das ist Neues nicht mehr. Schieße ich jetzt aber nochmal hier hin, falls sich hier einer versteckt hat. Was ist denn das für Toilette hier? Da kommst du ja gar nicht mehr rum. Okay. Kann ich eigentlich auch Mumm? Ja, kann ich. Okay. Ich höre kein Geräusch mehr. Ist das jetzt gut? Wahrscheinlich. Der Pfeil ist auch so nichtshelfend. Ich höre das Noise gar nicht mehr. Achso, das war's jetzt. Der Stuhl war das, was ich wegtun sollte. Hier war ein Stuhl, hat mich ausgesperrt. Ah, da kommt nächste Kunde. Hä? Achso, manage the next customer. Ich dachte, da wäre jetzt gerade einer. Ich hab falsch geguckt. Ist auch schwierig bei der guten Sicht, die ich habe. Ui, da kommt neuer. So, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Was möchten Sie denn haben? Softdrink. Kriegen Sie sofort. Moment. Bitteschön. Auf Wiedersehen. Guten Durst.
Einmal will keiner einen Burger haben. In der Burgerbude und keiner will einen Burger haben. Was möchten Sie denn haben? Möchten Sie einen Burger haben? Fries. Nee, keiner will einen Burger. Pommes! Ja, immerhin ist das Essen schon gemacht. Und Schmusses. Lul, was war das? Let's check the drive-thru, okay? Der Kunde war verhext. Erstmal eine Kippe. Zur Beruhigung. Kollege, das funktioniert so nicht ins Drive-thru. Du sollst irgendwo drauf fahren. Okay. Du hast die Kurs verrückt gewonnen. Müsste die irgendwie. Ja, schon wieder zu. Ja, war ja klar, dass das schon wieder zu ist. Und schon wieder das Licht ausgemacht. Wer macht mir hier das Licht aus? Haben die Stromrechnung nicht bezahlt? Jetzt weiß ich aber immerhin, wo der Stromzähler ist. Nicht Lichtschalter, so das war. Weiß ich mit dem Stromzähler ist. Mir scheiße, wo der Stromzähler ist. Ich muss nicht bezahlen. Hier. Das Telefon? Ja. Ja, genau. Is this a fucking joke? Ja, wüsste ich auch gerne. Da sind wir schon zwei, die Frage stellen. I don't know. What the fuck do you mean it walked over there? Alright. I'll get someone out there to do this. Ich hab nichts gemacht, Digga. Die Kuh hat sich von alleine gestellt. Ich soll keine Ärger machen. Ich hab nichts getan. Ich mache hier ganz gemütlich meine Arbeit und kriege ja noch Ärger, weil irgend so ein Vollidiot die Kuh verschiebt. Wie die Kuh verflucht. Die will uns dann alle essen. Oder sie findet es schade, dass keiner Burger ist in ihrem Burgerladen. Oh, eine Mikrowelle. Einen Burger da rein tun. Oh, hallo, möchten Sie jetzt endlich mal einen Burger haben? Der ist schon seit heute Morgen da, den will keiner haben. Nee, das sind Nuggets. Da, bitte. Die Kuh möchte ihre Burger verkaufen. Ah, da wird's noch heller. Nice. Sehe ich noch mehr. Guck mal, wie viel man sehen kann auf einmal. Ah, hier. Eigentlich in allen Wald. Lul. So, gleich mal gucken. Wo die Kunden herkommen. Ja, ich habe mir eventuell auch eine echt doofe Stelle für einen Burgerladen geöffnet. Und einen Softdrink. Sehr schön. Oh, nett. Oh, lul. Wir gehen vielleicht nicht raus. Was waren denn Zigaretten drinne? Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich rausgehen möchte. Die sehen so komisch aus. Kann ich nicht Licht antun? Ich glaube, es hat jetzt nicht besser gemacht. Wer seid ihr denn? Das ist jetzt auch keine Kuh mehr. Da steht, musst du auch? Nö, du musst nicht. Ich will dich nicht haben. Was ist das hier für ein Kult? Lul. Wow. Oh, okay. We're tripping. Lol. Warte. Sendung vorbei, Feierabend. It's just a prank, bro. Oh.
Ich verstehe auch legit nichts, was sie sagt. Soll er raus? Oh hier, T-Post mich nicht an, das ist nicht höflich. T-Post mich nicht an, du bist... sondern Billboard. Du kannst mir nichts tun, du bist nur 2D. Ich bin 3D, ich habe eine Dimension mehr wie du. Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt einen Körper habe, also... nimm Burger mit! Beruhigungsburger. Hat sich nichts verändert. Hätte ja sein können, dass hier vielleicht irgendwas Cooles ist. Ich nehme meinen Beruhigungsburger mit. Ich brauche einen Freund bei diesem dramatischen Ereignis. Ist T-Posing Loop noch hier? Ja, der T-Post mich auch hier noch an. War hier nicht irgendwo noch eine Tür? Erste Tür. Ich glaube, das ist ein Notfall. Sind das Laken? Ich hoffe mal, das sind Laken. In der Emergency. Okay, wenn irgendwas Notfall hier lang. Fancy. Die kann ich nicht öffnen. Digga, ich würde den Job echt kündigen. Ich weiß nicht, ob die echt genug dafür bezahlen, für den müsst. Ja, sind noch mehr. 2D, 3D Leute. Weiß nicht. Also sind noch mehr, wie 2 Leute. Wie viele Dimensionen habt ihr? Seid ihr auch so Billboards? Ne, ihr seid echte Modelle. Also, ihr habt den vierten umgestoßen. Oh, was ist das denn? Was bist du denn? Du siehst echt fancy aus. Bist du die Kuh? Die Kuh ohne Kopf? Noch was Lustiges? Keiner mehr hinterher gerannt? Okay. Eine Wand? Oh, Fahrstuhl. Hinauf! Was haben wir hier? Wir sind anscheinend in der Lobby und oben Konferenzhalle. Oder ist das nicht? Sieht. Ich habe keine Ahnung. Soll das einfach der Raumlayout sein? Oder einfach der Fahrstuhl, erster Stock, zweiter Stock? Das ist eigentlich komisch. Also erster Stock, zweiter Stock, was ist das für ein Fahrstuhl? Das hört sich nicht gut an. Es quietscht etwas. Ich würde den mal ölen. Links oder rechts? Hier? Okay, ich kann nur in diese Richtung. Dekadent hier, so goldene Statuen. Die darf noch stehen, die anders umgefallen. Dann wächst was Grünes aus dem Bopses. Baum. Was aufheben, was ist das denn? Massaker, oh je. Okay, der Metzger von Nutberry Grove. Erste Grace Ballady Status lebend, wurde gekidnappt vom Rock the Warriors Music Festival Campgrounds. Konnte seinem Keller, nenne ich es jetzt einmal, entkommen. Nur ihn wieder zu treffen nach einem Jahr. Und hat aber überlebt. Ist doch schon mal gut. Ist nicht tot jetzt. Ja, der nächste, Connor LeDunk, hat auch überlebt. Encountered a Butcher an einer Fabrik. Und konnte auch entkommen. Hat auch Aufnahmen vom Treffen gemacht. Und das NGPD hat die Aufnahmen. Okay, Crystal Quinn hat nicht so Erfolg, es sieht schon mal schlecht aus, das Foto. Ja, die Queen ist nicht mehr lebendig. Okay, Butcher auch getroffen am Rock the Warehouse Music Festival. Wie die erste Dame auch. Er hat nicht überlebt. Der letzte, Trevor Quint, hat auch nicht überlebt.
Konnte einem King's Comfort Motel entkommen, aber wurde ein Jahr später wieder geschnappt und hat nicht geschafft. Okay, Burger, du kommst mit. Treffen wir jetzt auch den Metzger. Sollen wir Verhör werden? Soll mich da hinsetzen? Und noch mehr zu lesen. Oh, ist auch viel zu lesen. Er möchte halt mit Hilfe von ja, Ton und Bild oder halt Video den Einfluss auf das Gerecht, nicht auf das, auf den Willen von jemandem schließen. Also will Gedächtnismanipulation dadurch machen. Ja, komplette Gedächtniskontrolle bis zu einem Trigger. Leute, die das, die diese Koordination brechen, haben dann einen instinktiven ja, Flucht- oder Kampfinstinkt. Das waren jetzt, die haben das Verhalten in 5, nee, 0, was? Punkt 5? 0,5% gefunden. Also 0,5 konnten breaken. Und von diesen 5, 0,5% ist einer von 100 komplett K.O. gegangen. Und einer von 500 ist gewalttätig geworden. Und er wurde halt einfach, ja, beseitigt. Jeder hat seine eigene Therapie und sein eigenes Programm bekommen. Und hat das alles halt normalisiert. Und hat diesen Trigger, ja, vertieft. Und die konnten dann wieder zurück in die Wildnis entlassen werden. Ja, es war einfach Ziel zu gucken, wie weit Hypnose gehen kann. Und eine komplette Hypnotis, eine komplette. Einfach komplett in der Hypnose zu verfallen, ist halt nicht das, was gewünscht ist. Soll eher so ein Schläfermodus erwünscht sein, den man halt dann mit einem Trigger halt das alles wieder aktiviert. Das kann man dann halt durch Radios und solche Sachen halt einfach aktivieren. Hey, ist das uns passiert? Deswegen haben wir so komische Viecher gesehen? Okay. Ich brauche dich. Sind wir auch einer von denen, die hypnotisiert worden sind und das Geräusch war der Trigger, deswegen haben wir dann so komische Sachen erlebt. Wir sind dann halt auf Flucht gegangen. Oh, jemand hat den Fernseher kaputt gemacht. Spielt das jetzt alles? Sind wir gefangen genommen worden? Ich komme den Ganzen nicht so ganz von. Also ich nehme an, vielleicht sind wir einer von denen, die hypnotisiert worden sind, wurden wieder in die freie Wildnis entlassen. Und dieses komische Geräusch, was so in der Mitte vom jetzigen Spiel war, war der Trigger für uns und deswegen sind dann diese komischen Sachen passiert. Das war unser Trigger, unser Break und wir drehen jetzt einfach durch dadurch und die haben uns wieder gefangen genommen, deswegen sind wir hier. Oder wir drehen einfach komplett am Rad. Sieht alles nach dem gleichen. Oh, wir tauschen hier. Ich will das haben. Kino! Da ist das Geräusch wieder. Okay, danke für die Info. Ach, hier geht's weiter. Jetzt erst. Crimes
Surely we are now paying the consequences for our hubris, toying with human life, altering the consciousness of innocent people in sick experiments, forged of indoctrination and psychological slavery. I can't live with myself any longer. But before I shed this existence for the next, I must blow the whistle on the inhumane and cruel practices happening at this and all other Outcast Island research facilities. I've shipped this video and massive data packages to every media outlet I could find, from the Sabbath Broadcasting Company to Maverick Cooper. And I will expose the vile underbelly of Paragon. Dr. Grimm was once a good man, but he has lost his mind. Surely, I've lost mine as well. Oh, stand die schon immer da? Nein, stand sie nicht. Nee. Lul. Okay. Ich bin verwirrt. In today's training video, we're gonna go over how to properly make a happy humble deluxe meal. Genau so. Zu gucken. Listen to that sizzle. You're doing great. You're gonna want to keep an eye on this and make sure it doesn't burn. You'll know what it's done when it's done. While that's cooking, let's rock those buns. Keep happy by making sure the customer gets exactly what they want. Was zur Hölle passiert hier? Er fragt der sich auch gerade. Die Kuh ist verflucht. Ist das voll trippy. The grill lights will shut off from time to time. Make sure you hit that appliance switch so you can get back to work. Those fries. Hey, you smell that? It smells like a done patty. Are we just gonna ignore what happened? Gute Frage, Anja. Ja, okay. Er wird einfach ignoriert. Okay. Ist klar. Ich hoffe, ihr seid genauso verwirrt, wie ich jetzt gerade bin. Ah, okay, das war das Spiel. Das war die... Ah, das war die Demo. Ah, war das die Demo? Hä? Zum ersten Mal Happy Sample Burger Bahn. Ja, das war die Demo. Ah, nee. Ja, Happy Sample Burger Farm ist das die Erweiterung? Okay. Das war ja komplett weird. Warte mal. Ich zeig's euch mal. Das hat sich nämlich jetzt auch bei Steam geöffnet. Achso, ich sollte vielleicht den Bildschirm aufmachen. Da. Nicht Spielaufnahme. Wo ist mein Bildschirm? Da. Das war jetzt anscheinend die Vorgeschichte oder einfach nur Werbung für das fertige Spiel. Ah, das ist Tinyverse! Ah! Das war quasi die. Ja, doch, man kann es als Demo sehen, das vor Tinyverse und mit Tinyverse haben sie dann zusammen komplett aus dem, was war, noch größeres Spiel gemacht.